In der Ehe ist man mehr auf den Verstand des Mannes angewiesen, als auf seine Schönheit. Ich erwarte von ihm nur einen guten Charakter. Und schon der ist schwerer zu finden, als man denkt. Du solltest darüber nachdenken, was das ist, ein Ehemann. Ein Ehemann? Das ist ein Mann! Und wie mir sein Vater in diesem Brief mitteilt, wird dein Bräutigam uns heute seine Aufwartung machen. Also wenn es keine Dummheiten sind, dafür werde ich deinen Wunsch erfüllen. Nein, keine Dummheiten. In der Welt, in der wir leben, kann man nicht großzügig genug sein, um großzügig zu sein. Nicht wahr, Lisette? So etwas kann nur der Beste aller Menschen sagen. Einverstanden. Ich erlaube es. Lass sie. Mario, lass sie. Was gibt's denn so Wichtiges? Wir werden Dorant heute kennenlernen. Verkleidet. Ihm zu erlauben, zunächst nur in Gestalt seines Dieners bei Ihnen erscheinen zu dürfen, der wiederum die Rolle seines Herrn übernehmen soll. Ich suche Monsieur Urgan. Oder habe ich bereits die Ehre, ihm meine Aufwartung zu machen? Ja! Ja! Nur Mut! Wenn er anfängt, euch ineinander zu verlieben. Oh, Liebe! Das steht auf einem anderen Blatt. Sie wissen vielleicht nicht, Bourguignon, dass ich es auf das Herz von Lisette abgesehen habe. Es verhält sich mir gegenüber zwar grausam, dennoch wünsche ich nicht, dass ein Bourguignon mir in die Quere kommt. Ich bin hier, um zu heiraten. Und die warten auf mich, um von mir geheiratet zu werden. Das ist so abgemacht. Da fehlt dann noch das ganze Drumherum, das ganze Pipapo. Meine Tochter kleidet sich auch gerade um. Sie sind doch Ihre Mutter. Wenigstens Ihr zartes, weißes Händchen, Madame. Das würde ihr gefallen. Da! Hier, du kleiner Plagegeist, sonst gibst du ja doch keine Ruhe. Da kommt jemand, Ihr Diener. Monsieur, könnte ich Sie kurz sprechen? Nein! Verfluchtes Dienerpack kann einen nicht in Ruhe lassen. Nur auf ein Wort, Monsieur. Wenn es zwei werden, ist seine Entlassung das dritte. Ja, also... Das unverschämte Ding. Ich hasse Sie! Ich misstraue jedem hier und bin mit niemandem zufrieden. Am allerwenigsten mit mir. Versprichst du mir, das Geheimnis für dich zu behalten? Ich muss dringend mit dir reden, Bourguignon. Du gibst dem Mann vom Welt. Monsieur, ich gebe nichts. Das klingt ja fast wie Eifersucht. Leider kann ich nicht behaupten, dass meine Liebe erwidert wird. Und wie du dir vorstellen kannst, sage ich das nicht, um mich vor dir zu rechtfertigen, sondern weil es sich in unseren Kreisen gehört, die Wahrheit zu sagen. Spielst du mir was vor? Ich spiele eine undankbare Rolle hier! Und ich will, dass er endlich gilt! Ich habe noch nie einen Mann so wütend und zugleich so verstört gesehen. Du bist in deiner Freude ebenso unterhaltsam wie in deiner Verzweiflung. Kannst du noch immer daran zweifeln, dass ich dich liebe? Sie sagen es so oft, dass ich Ihnen fast schon glaube. Aber wozu mich überzeugen? Was sollte ich damit anfangen, Monsieur? Ich will ganz offen sein. Sie lieben mich. Aber die
diese Liebe ist nicht ernst gemeint. Vielleicht können Sie sich wieder von mir trennen. Der Abstand zwischen uns. Die Verlockungen, denen Sie begegnen werden. Die Versuche anderer, ihre Gefühle für sich zu gewinnen. Die Zerstreuungen eines Mannes von ihrem Stand. All das wird Ihnen die Liebe nehmen, die Sie mir jetzt so unbarmherzig beteuern. Deine Worte, sie entfachen das Feuer nur umso mehr in mir. Ich bete dich an. Aber ich achte dich auch. Mein Herz und meine Hand gehören dir. Im Grunde verdienen sie es nicht besser. Du liebst mich also? Wenn Sie noch länger fragen, sind Sie selbst dran schuld? Deine Drohungen erschrecken mich nicht mehr. Bleiben Sie dabei. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben.